Das sollte ein ganz schön langer Tag für mich werden. Um 3 Uhr in der Früh ging's los von Düsseldorf nach Hamburg mit dem Ziel Hamburg Marathon. Und als ich dann vor Ort ankam, so zwischen 6 und 7, da war es leider so, dass das Wetter echt bescheiden aussah. Ein bisschen Mitleid hatte ich dann besonders für Niklas, denn der hat sich für den Halbmarathon angemeldet und wollte den Halbmarathon laufen, der noch vor dem Marathon über die Bühne ging. Und da regnete es leider noch in Strömen. Der Halbmarathon in Hamburg war für mich so das erste Mal überhaupt, dass ich so einen Städte-Event-Marathon mitgelaufen bin, also war irgendwie was Besonderes. Ziel des Hamburg-Trips war es jetzt gar nicht mal einfach nur den Marathon abzubilden, sondern vielmehr jetzt auch im Rahmen unseres Bike-and-Run-Specials mal zu zeigen, was so ein bisschen hinter den Kulissen passiert bei so einer Veranstaltung und wie viele Helfer dort im Einsatz sind und auf was es alles so ankommt, um so ein Event über die Bühne zu bringen. Ich bin Frank Thaleiser, der Geschäftsführer der Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH. Größte Veranstaltung, die wir auch hier in Hamburg organisieren, ist natürlich halt der Halbmarathon. Ich habe eben schon gesagt, am Tag davor läuft das Zehntel mit 10.000 Kindern. Also da kommt dann schon was an Teilnehmern zusammen. Also der Wecker hätte um 6.20 Uhr halt geklingelt, aber man ist um 4:30 wach, guckt halt raus oder guckt auf die Wetter-App und alle Wetter-Apps haben halt gesagt, es regnet nicht. Mit der Einstellung bin ich halt hier rübergekommen. Ansonsten geht es vom Hotel, was ja nicht allzu weit von hier weg ist, halt hier rüber und man hat einen Blick dafür, ob alles halt steht oder nicht steht, ob ein Sponsorenschild halt vielleicht nicht da ist oder falsch platziert ist. Wir hatten ein bisschen Bauchschmerzen mit dem roten Teppich, weil halt der saugt eine ganze Menge Wasser und haben versucht, den noch ein klein wenig stumpf zu bekommen mit Sand, was aber nicht funktioniert hat am Ende des Tages. Und das große Problem ist, sind eher die Leute aus der Halle halt zu bekommen. Und da muss man, das ist dann halt auch so ein Job, halt die Moderatoren dazu bewegen, ein klein wenig von ihrem normalen Programm abzuweichen und immer halt darauf hinzuweisen, ihr müsst raus, raus, raus. Ich war das ganze Wochenende da vor Ort und habe mir auch so die Expo mal angeguckt und bin da so ein bisschen rumgelaufen. Und das ist halt schon schwer beeindruckend, wenn man sieht, was da an Logistik dahinter steht, an Helferaufwand, der betrieben wird. Wie gesagt, ich finde, das kriegt man irgendwie noch mal intensiver mit, wenn das in so einer Stadt stattfindet. Und dann war es eigentlich auch schon soweit. Der Halbmarathon war durch und rums kam der Startschuss für den eigentlichen Marathon. Vorneweg die Profis, die allerschnellsten, jede Menge Leute hinterher. Und trotz Regen war eigentlich eine richtig gute Stimmung. Das ist halt dann schon wirklich was Geiles, wenn man dann über so die vollgesperrten Strecken in so einer Stadt laufen kann. Und dann denkst du dir dann irgendwie schon, wenn du siehst, da sind die richtig breiten Straßen halt stillgelegt für so einen Tag, dann denkst du dir schon Respekt davor. Und dann geht es natürlich auch los nach den ersten Kilometern, dass dann diese Verpflegungsstellen kommen, wo man wirklich irgendwie alles bekommen hat, mehr oder weniger, die dann eine extreme Helferdichte auch haben. Also es ist jetzt nicht so, dass dann da 3 Leute standen, die einen Wasserbecher hingehalten haben, sondern da standen richtig viele in so einem Abschnitt, der halt auch nicht nur 5 Meter, sondern eher 100, 150 Meter gefühlt lang gewesen ist. Also da gibt es gar keine Möglichkeit zu verdursten bei so einem Städtemarathon. Ja, vom Roten Kreuz sind es fast 500 Kollegen, die halt da sind. Die Polizei sind mit 500 Kollegen unterwegs an so einem Tag. Und wir haben selber 2600 Helfer an den Verpflegungsstellen. Dazu kommen nochmal so 60 Logistiker, die den kompletten Aufbau halt machen, zu den Firmen, die halt noch da sind. Wir haben einen Logistikchef, der halt die Firmen halt koordiniert. Wir haben halt einen Pressechef, der halt auch dann sozusagen euch bedient und die Weltpresse. Das Fernsehen muss halt bedient werden. Das sind dann immer so Kleinigkeiten, wo dann vielleicht mal ein Kabel fehlt oder irgendwas und was den Tagesablauf dann halt etwas unruhig macht. Eine erste Kuriosität für mich, was die Orga anging, war das Prozedere, was ablief, nachdem der eigentliche Startschuss vonstatten gegangen ist. Das ist mehr oder weniger so ein bisschen Usus, weil es kalt ist vorm Start, sich irgendwie warm zu halten und dazu alte Klamotten anzuziehen. Deswegen sehen alle so ein bisschen aus, als wären sie irgendwie gerade aus den 80ern oder 90ern gekommen, mit irgendwelchen zu großen Pullis und Klamotten oben drüber gestülpt. Und kurz vor dem Start werden die dann einfach ausgezogen und an die Seite geworfen, mit der Intention, dass dann hoffentlich nachher jemand kommt und die ganzen Klamotten einsammelt und dass sie für einen guten Zweck gespendet werden.
Wir sind dann ja, also Jan und ich sind dann auch später nochmal an die Strecke raus und haben uns irgendwie vom Marathon so ein bisschen nochmal umgarnen lassen, weil das dann einfach eine ganz andere Stimmung ist, die man dann mitbekommt, wenn da die Familien am Streckenrand stehen, irgendwie die Kinder auf die Mutter oder den Vater warten und der Ehepartner halt auch kräftig mit anfeuert. Da siehst du einfach, was irgendwie Sport für eine geile Situation erzeugen kann. Also da, du merkst, da ist irgendwie was in der Luft und das ist halt dann schon eine Atmosphäre, in der ich auch gerne unterwegs bin. Es ist viel los, viele Menschen, vor allem die Kinder. Aber es ist spannend für sie und auch spannend für mich, ob sie es schafft und wie sie es schafft. Ja, so, also der Deal, sie wird 40 dieses Jahr. Mal sagen wir, jetzt schaue ich mal, was mit Kindern klappt und sie Trainingszeit hat. Wenn es jetzt nicht geklappt hätte, wäre es natürlich schon irgendwo. Ja, schade halt, für alle. Ja, aber sieht gut aus. Obwohl das Wetter echt verbesserungsfähig war, war die Stimmung an der Strecke echt richtig gut. Es waren ein paar krasse Hotspots da, wo wirklich die Stimmung ja, richtig am Start war. Und wo man aber auch gemerkt hat, gerade dann auf den letzten Kilometern, dass es nochmal nötig war, die Läufer da zu pushen. Und so hat man den Eindruck gehabt, dass trotz des nicht optimalen Wetters die Leute echt einen guten Tag hatten. Und das konnten wir dann auch mit ein paar Statements, die wir noch eingefangen haben, vor allem auch nachher im Zielbereich oder im Bereich, wo die Leute nach dem Ziel dann rauskommen, sozusagen die Familienwiedervereinigungen stattfinden, konnten wir das auch bestätigt bekommen. Auf jeden Fall froh, dass es vorbei ist. Man läuft ja immer an bekannten Stellen vorbei. Ne? Also ja. Fast zu Hause, an der Alster, wo man sonst auch immer läuft. Und nach dem Marathon jetzt nicht mehr, aber so vorletztes Jahr, da war ich ganz schön aufgeregt. Aber jetzt ist er da ganz gut bei. Da fieber ich eher mit seiner Zeit mit. Ja, okay. Die haben auch Team-Shirts an. Guck mal, Mare, zeig mal. Ja, also es ist nur leider, das Wetter hat nicht mitgespielt. Ne? Sie ist jetzt auch mitgelaufen, das Ziel rein für Team Papa. Ah. Die Medaille, genau, zeige ich dir mal. Heute ist ja auch mit ins Ziel gelaufen, dann einfach mal übergereicht und die letzten, weiß ich nicht, 200 Meter mitgelaufen. Und dann noch schön durchs Buffet gegessen. Ich bin sehr zufrieden. Ich wollte meine Zeit laufen, die ich letztes Jahr verpasst hatte. Habe dieses Jahr geschafft und der Boden sogar noch. Wir freuen uns total, dass er sein Hobby hat und wir lassen ihn. Wenn wir es schaffen, sind wir fast immer dabei. Ja. Ja, letztendlich war das der Hamburg-Marathon für uns. Niklas ist den Halbmarathon gelaufen. Ich bin mit der Kamera den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen, habe laut meiner Uhr auch 25.000 Schritte gemacht und knapp 20 Kilometer, also den Halbmarathon fast voll gemacht. Und es war schön, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können, mit ein paar Leuten reden zu können, auch nochmal direkt von der Organisation zu hören und mitzukriegen, was für immense Mengen an Helfern zum Beispiel im Einsatz sind und was dafür überhaupt nötig ist, sowas durchzuziehen. Und dass es aber auch eigentlich schon so ist, dass mehrere Wochen vor dem Event sich eigentlich schon mehr oder weniger alles wieder ums nächste Jahr dreht, was die Organisation in erster Linie angeht. Wir starten morgen in die Anmeldung zum 35. Marathon 2020. Das heißt, das Team, was jetzt zum Beispiel im Büro sitzt und Social Media macht, gestaltet die Seite heute Abend um. Die Ergebnisse müssen drauf gespielt werden. Mit dem Zeitnehmer müssen wir halt die Anmeldung halt takten, dass morgen um 10 alles läuft. Mhm. Also wir sind eigentlich schon ein Jahr weiter. Und ich bin eigentlich grundsätzlich immer schon ein Jahr weiter. Also die 2-3 Wochen vor der Veranstaltung bin ich fast gar nicht mehr eingebunden in die jetzige Veranstaltung, weil ich halt immer schon wie im Weihnachtsgeschäft ein Stück weiter vor bin. Und ab morgen oder ab heute Abend sind wir halt alle im 220er-Modus. War für mich ein rundum gelungenes Wochenende da beim Marathon Hamburg. Der nächste Marathon kommt. Ciao.